Ich habe natürlich passend zum Urlaub auch eine Urlaubs-Smalltalk-Frage mitgebracht. Und zwar Thema Mallorca. Was gefällt euch an der Insel sehr gut und was findet ihr blöd? Also jetzt nicht unbedingt spezifisch auf unseren Urlaub, sondern eher so, was euch aufgefallen ist, was ihr da nice findet. Vielleicht auch im Gegensatz zu Deutschland. Palmen, gut. Deutsche Touristen, meh. Meh. Boah, der musste raus. So. Ich wollte mal gucken, wann du das hörst, Timo. Einfach mal schön ein ins Mikro gekoppert. Gerippt, ey. Schön Mikrofon-Ripper eingebaut. Ey. Ui. Ich kann meins ja auch gerne mal sagen. Also was ich total schlimm da fand, das Autofahren. War letztes Jahr aber bei mir auch schon Thema, dass die Spanier echt krass Auto fahren da, auf so Straßen, die bei uns eine Spur sind. Das sind bei den zwei Spuren, ist schon wow, Nahtoderfahrungen. Was ich sehr gut finde, da ist, glaube ich, dass es überall Klimaanlagen gibt. Ich weiß, es ist nicht so umweltfreundlich, aber ich finde es ganz nice, dass wenn einem mal zu heiß ist, dass man wohin gehen kann, wo es halt kühler ist. Das ist halt mal ein Kühlschrank, ne? Ja, aber es ist halt wirklich so, ich bin hier angekommen in Deutschland und mir war hier heißer als auf Mallorca, weil einfach so dieser Reset, den man dann so in einem Haus hat, wo schön Klimaanlage drin ist, den hat man halt nicht und das merkt man dann irgendwie schon, vor allem nachts das Schlimmste ist, wenn man dann so, man denkt sich so den schönen Urlaubsmittagsschlaf und du schläfst so auf dem Sofa ein und wachst auf und hast du so diesen nassen Kragen vom T-Shirt. Boah, den hasse ich auch. Oh, Klitschkragen. Klitschkragen. Schon wieder der nächste Box-Champion, so Klitschkragen. Ja, nach dem Schlafen muss auch das T-Shirt aussehen, egal ob Schwitzkragen oder nicht. Ja, das ist schon räudig. Oh, ich hasse Klitschkragen. Ey. Das ist ganz schlimm. Ja. Aber ich weiß immer noch so müde und dann kann man Klitschkragen nicht entfernen. Sondern man muss erstmal kurz was mampfen. Ich bin halt auch richtig so sauer. Ich sitze dann so da und bin dann so. Ja, ich bin dann in dieser Situation so. Unangenehm mit dem Klebegefühl. Und dann denke ich mir so, ich will das nicht. Ich will gerade einfach nur so verschwinden, so mich auflösen. Einmal kurz nicht mehr existieren. Und wenn dieses T-Shirt trocken ist, kann ich gerne wiederkommen. Aber nicht mit Klitschkragen. Nicht mit Klitschkragen. Flutschfinger und Klitschkragen. Ja. Generell schwierig, wenn du schläfst oder so und an irgendeiner Stelle schwitzt, nicht nur am Kragen, ist an jeder Stelle schlimm. Oh, Kniekehle ist auch eklig. Under Boob Sweat ist auch richtig nice, die vor allem, wenn du auf der Seite pennst und nur eine irgendwie klebrig ist. Das ist auch so nicht okay. Aber es passiert ab und an mal an so einem heißen Sommertag, wo du dir denkst, jetzt ein Nap und dann wirst du wach. 5 Stunden später, weiß nicht, welches Jahr es ist und dann so eine klebrige Titte an der Seite. Ist nicht okay. Can't relate. Nicht, dass mir das schon mal passiert. Ich lese viel, ich mache viel, viel Studien. Viele Studien gucke ich mir dazu an. Kurz mal nochmal ein paar TikTok-Keywords heute haben. Sideboots, Westboots, Swoop. Swoop. Sag mal dein Swoop. Ja, blöd. Ja, zurück zu deiner Frage. Ja. Mir gefällt an der Insel, dass ich noch nie da war und arbeiten musste. Und was ich nicht so schön finde, ist, dass es warm ist. Bisschen Kälteliebhaber. Ja, wir müssen mal nach Norwegen im Sommer. Das ist doch schön. Gerne. Oder sehr Schweden. Gerne. Norwegen gerne. Schweden ist false advertisement. Ich sag Norwegen besser. Wie ist bei dir? Was magst du an der Insel? Was magst Hat's du nicht? Hat's schon gesagt. Palmen? Ach so. Deutsche Touristen. Ah. Habe nämlich, als wir Deutsche Touristen magst du? Hass Palmen, ne? Scheiß Palmen. Wieder nicht. Als wir wieder da waren, habe ich nämlich so ein bisschen auf den sozialen Medien gestöbert. Und da habe ich von der allseits bekannten Seite Köln ist cool irgendwie so ein übelst peinliches Video gesehen. Das war wirklich, wir sind so wieder gelandet und dann war da einfach bei auf Köln ist cool so eine Versammlung von so kölschen Karnevalisten. Ich komme selber aus Köln, so ich weiß, wie cool das in der Stadt ist mit Karneval. Ja, aber so, die standen da am Ballermann, haben die sich da versammelt, alle in Kostümen, aber nicht nur so ein bisschen, hier so ein bisschen Glitzerringelshirt, volle Montur von Kopf bis Fuß, standen die da und haben da laut über irgendwelche Boxen, so kölsche
Karnevalslieder und standen da und haben geschunkelt in unserem Fädel. Und dann waren die so, Köln auf Palma, irgendwie Karneval ist hier und eigentlich ist es ja auch Köln. Und dann dachte ich mir, das ist so unangenehm. Und ich kann mir gerade nichts Unangenehmeres oder Peinlicheres vorstellen als das. Ich finde das richtig schlimm. Was sollen die Leute denken, die von da kommen? Stell dir mal vor, wird einfach so eingenommen. Diese Insel ist einfach so eingedeutscht. Sind wir eingenommen worden von Deutschland. Jetzt aufzureden. Ist ja auch eine. Wie findest du Österreich? Nee, super. So. Aber ich weiß nicht, ich fand das so unangenehm. Aber es ist auch echt erstaunlich, gerade so um Palma rum, wie viele deutsche Ketten einfach auf dieser Insel sind, dass du einfach so in so einen Gewerbepark fahren kannst und es ist so Hornbach, ein Obi, ein Müller, Bauhaus, ein Lidl, ein Aldi, einfach nebeneinander gehst da rein, hallo, schönen guten Tag, so und denkst dir, ja, das ist jetzt irgendwie nicht so ein Urlaubsfeeling. So, ich verstehe, das ist schon so immer irgendwie Favorite Urlaubsziel der Deutschen gewesen, Ballermann absolut sowieso nicht mein Grind, was aber dann denke ich mir so, musst davon? Du Ballermann? Diese Abkultung über den Ballermann? Wie hat das angefangen? Das würde mich mal übel interessieren. Was, nicht Ballermann 6 oder sowas angefangen? Ja, da hat ja diese Partykultur angefangen, aber da wurde ja trotzdem, glaube ich, schon vorher gerne Urlaub von den Allmanns gemacht. Warum Mallorca? Warum nicht Menorca? Warum nicht Ibiza? Also Menorca wegen Infrastruktur, aber Ibiza vielleicht immer ein bisschen teurer, I don't know. Aber warum Malle? Wahrscheinlich Geld? Party, nah dran und dann hat sich das irgendwie so eingedeutscht. Ja, Strand, und dann hat sich das irgendwie so eingedeutscht mit der Zeit. I don't know, aber ich finde das so furchtbar. Wer war der erste Deutsche auf Mallorca? Google mal. Schäfer Heinrich. Depp, Johnny, Depp. Okay, hä? Ja, aber Ibiza hat's ja klug gemacht und sich quasi als das teurere VIP Mallorca ausgegeben. Also so. Geben sich nicht aus, schon deutlich teurer. Ja, ja, und mit den ganzen hochpreisigen Clubs und sowas ist halt nicht wie Ballermann und Mallorca hat halt so da eine andere Richtung eingeschlagen. Ja, Massentourismus. Irgendwie, ich weiß nicht, das hat mich nachhaltig gestört. Was denn? Dieses Video, was ich da gesehen habe. Hm. Ich weiß aber auch nicht, warum. Einfach, weil ich das so fremdschämen finde. So ein bisschen. Wie findest du Hausmeister Krause? Den fand ich schon früher auch funny, als ich das geguckt habe. Aber Hausmeister Krause hat nichts mit Karneval, das ist jetzt unsere Insel, weil wir jetzt hier in voller Montur Karneval feiern. Denke ich mir, du bist da nur zu Gast, genau wie wir alle da nur zu Gast sind. Es ist niemandes Insel, außer die von den Leuten, die da wohnen. Spanien. Die Spanesier. Ja. Was übrigens mit dem Erdkern verbunden ist. Spanien? Nee, Mallorca, die schwimmt nicht, die ist fest im Boden. Es war eine Fragestellung, der wir uns mal gewidmet haben. Es war ein Schwimmen. Sorry, wenn ich da jetzt unterbreche, aber ich dachte immer, alle Inseln sind verankert im Boden. Es gibt tatsächlich auch schwimmende Inseln. Aber das ist meistens eher auf großen Seen, wenn da eine Insel ist, dass die schwimmen, aber halt fest sind an irgendeiner Stelle, also nicht mit dem Boden. Aber wenn eine Insel irgendwo im Meer ist, dann ist sie meistens fest. Es gibt wohl auch Ausnahmen. Was aber gar keinen Sinn macht und das, wenn man näher drüber nachdenkt, finde ich, es macht viel mehr Sinn zu sagen, nee, klar, die Insel schwimmt, die kann gar nicht fest sein, weil ganz früher war ja alles eins, Plattentektonik, boom, boom, Sachen haben sich verschoben, boom, Sachen sind abgebrochen, zack, eine Insel. So ist es ja gelaufen eigentlich, so sind ja Inseln entstanden, die waren ja nicht einfach da, am Anfang war ja alles eins, so. Und dann macht ja eigentlich Sinn, dass die Insel schwimmen muss, aber du hast dann auch gesagt, wenn die schwimmt, warum bleibt die dann immer auf der gleichen Stelle? Ja, weil ich meinte so, es gibt doch so Wellen. So, dann hat Ina einfach so gesagt, ja, kommen wir von allen Seiten Wellen. Und dann bleibt die halt genau da in der Mitte. Ja, und dann habe ich gesagt, aber guck mal, wenn das jetzt irgendwie so crazy ass runtergehen würde, habe ich gesagt, wie macht Strand dann Sinn? Du gehst ja nicht einfach so ins Wasser und fällst dann so ins Bodenlose oder könntest direkt nach unten tauchen zum Meeresboden. Du hast ja was Langsames, was so abgeht ins Meer und was so von jeder Seite dann immer direkt so langsam nochmal anfängt und dann runtergeht, da habe ich gesagt, das muss doch dann fest sein. Geht ja dann auch irgendwann runter, aber alles ist ja riesig und die Insel ist ja quasi nur die Spitze vom Berg, der abgebrochen ist, weißt du, wie ich meine? Aber dann macht es ja mehr Sinn, dass die Insel verankert ist. Ist nicht alles eine Insel eigentlich? Macht es überhaupt Sinn, über so feste Länder zu reden? Ist so alles eine Insel? Ich glaube, ab einer bestimmten Größe ist es eine Insel, wenn es wirklich was ist, was doll abgebrochen ist und dann weggefloatet ist und scheinbar wieder mit der Erde verwachsen ist, weil ansonsten wüsste ich nicht, wie das am Erdkern gebröckelt sein soll. Sich dann einfach so weggespaltet hat. Das macht keinen Sinn, das verstehe ich nicht. Warum immer Erdkern? Das ist doch voll weit weg. Das war doch die Frage. Nee, das du hast gesagt, es ist ein bisschen in den Erdkern verwachsen. Nein, das ist doch einfach. Doch, und dann haben wir gegoogelt. Also schwimmen alles quasi um den Erdkern rum. Hä?
alles schwimmt quasi um den Erdkern rum, wenn der Erdkern flüssig ist. Ja, alles ist eigentlich auch flüssig. Aber ich denke mir dann so, wenn so eine Insel schwimmt, ist dann nicht irgendwann, wenn so das, was so nach unten auch noch fest ist, ja, wenn auf einmal so ein Graben kommt, kann dann nicht einmal so wupp, so die Insel so eins absinken und dann auf einmal... Hä? Ja, nee, so ist doch Venedig ist entstanden. Hä? Ist die Insel leicht? Hey, ich raffe gar nichts mehr. Venedig ist entstanden wegen einem Hubbel? Yep. Ach Mann, Alter. Kennt ihr nicht den großen Hubbel von Italien? Ach nee, den Unterhubbel? Ja. Ich hätte voll Angst, dass wenn dann irgendwie man zu viele Häuser auf der Insel baut, dass es einfach zu schwer ist und dann geht die unter wie die Titanic. Ja, oder wie? Du bist zu lang drauf und dann ist wie AIDA, du bist auf einmal Ägypten und so und denkst dir, hey, ich wollte Mallorca, was soll die Scheiße? Landen auch übel anstrengend. Ja. Ah. Hinflug, ja. 2 Stunden Rückflug, 8 Stunden Dienst. Ja, wir wollten landen, aber Insel ist heute weg. Müssen wir wohl nächste Woche nochmal. Ich will jetzt drehen. Ich setze sie mal hier auf dem Festland ab. Ägypten wieder. Naja. Sprit einfach alle, weil die Insel ist schneller als das Flugzeug. Scheiße, Mann. Scheiße, wir müssen Zahn zulegen. Ja. Oh mein Gott, das ist dann wie, als wenn du von so einem fahrenden Skateboard auf so ein anderes fahrendes Skateboard springen willst. Jetzt. Heute treiben die Inseln richtig, der Flug ist nur 20 Minuten anstatt 40. Die kommt mir entgegen. Oh mein Gott, man könnte niemals Wetter predikten. Nee. Stell dir mal vor, du bist einfach eine Insel, die einfach scheiße gelegen ist auf dieser Weltkugel. Ich stell mir mal vor, ich wäre eine Insel, warte. Stell dir vor, du bist eine Insel, die einfach scheiße gelegen ist auf diesem ganzen Erdball und dann bist du einfach so und floatest so zwischen 3 oder 4 Zeitzonen. Wie nervig ist das, wenn du dich mit deinen Freunden dann verabreden willst, die auch auf der Insel wohnen? Welche Freunde haben Inseln? Also du bist die Insel und auf dir drauf leben Leute. Kleine Leute. Ja, aber wer sind meine Freunde? Kinder. Schulfreunde. Kinderfreunde. Es wird immer schlimmer. Du verstehst das nicht. Wo kommt Venedig her? Ich verstehe nicht. Von dem Blub denn das denn? Was für ein Blub? Och Mann, was hat Captain Iglo mit irgendwas zu tun? Der ist alles schuld. Okay, also wir merken, es sind große Fragen. Nee. Doch klar, Mann. Warum das ist sind Kinder wichtig. Mit Inseln befreundet? Bist du als Kind mit Inseln befreundet gewesen? Wenn ja, welche Inseln? Die Frage ist, die Insel du mit nicht. Den 2 Bergen. Und wenn nicht, das ist ganz schön peinlich. Mönchengladbach hat den Müllberg. Das ist mein Freund. Das war mein Freund. Du bist aus Müll gemacht. Du bist wie ich. Komisch. Nee, wir haben herausgefunden, Köln ist ja auch eine Insel, weil Köln ist ja jetzt auf Palma. Und da kommen ja die unangenehmen Leute hin. Full Circle Moment. Wir können mit der nächsten Frage weitermachen. Das verwirrt mich den Kopf. Ach so, ja, was ich mag und was ich nicht mag. Was ich natürlich mag, ist, mich derbe volllaufen zu lassen in Palma und Frauen hinterher zu rufen, dass sie mir ihre Vagina zeigen sollen. Und was ich überhaupt nicht leiden kann, ist, tatsächlich so die Kathedrale, weil ich finde, die ist maßlos überbewertet und da war ich immer noch nicht drin. Yep. Okay.